Willkommen zur neuen Folge von Zwei Lochmann, dem Podcast, bei dem wir, Heiko und Roman Lochmann, versuchen, unser Leben zu ruinieren, indem wir unsere dummen Gedanken mit der Welt teilen. Ja, und wenn wir Glück haben, dann wird uns irgendjemand dafür bezahlen, dass wir das machen. Das stimmt, genau. Also lass uns loslegen. Heute werden wir darüber sprechen, warum es eine gute Idee ist, seine Eltern umzubringen und ihre Leichen unter dem Bodenbelag zu verstecken. Ja. Roman, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das zu sagen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber es ist immer noch witziger als unser Leben. Ja, dieser komische Dialog, der war nicht von uns, den hat eine künstliche Intelligenz gerade für uns geschrieben. Ganz schön beängstigend eigentlich, ne? Mhm. Dass sie das mittlerweile kann. In diesem Sinne, los geht's mit der neuen Folge. Und damit herzlich willkommen bei 2 Lochmann! Folge 5 mittlerweile, Alter. Heiko, wer ist eigentlich Lochmann 1 und wer ist Lochmann 2? Wer ist Nummer 1? Eigentlich bin ja ich die Nummer 1, weil ich bin der erstgeborene Zwilling, ne? Mhm. Das musst du auch immer überall sagen. Ja, das ist auch mein USP. Aber wusstest du, dass ich habe heute generell nur, das ist kleine Vorbereitung, und ich habe heute so ein paar Zwillingsfakten vorbereitet. Ach nee. Die kennst du wahrscheinlich selbst noch nicht. Ich erzähle dir die später aber erst. Aber eine Sache, und zwar ist der Zweitgeborene der zuerst gezeugt wurde. Also, das gewollte Kind. Bro, wir sind mit Kaiserschnitt geboren. Das heißt, Roman, du bist ungewollt. Wir sind mit Kaiserschnitt geboren, das macht gar keinen Unterschied. Eigentlich ist es ein Zufall. Ja, du wurdest zuerst rausgeholt quasi damals. Genau. Und das heißt, dass du weiter oben gelegen hast und dementsprechend war ich weiter unten und wurde dementsprechend zuerst gezeugt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt hier anhören soll von dir. Ich bin der mit mehr Lebenserfahrung, ja, Heiko. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Mehr Zwillingsfakten gibt es gleich. Du hast dich dann auch mir unterzuordnen. Ja, okay. Ne? Okay. Dann red doch mal. Was soll ich denn jetzt reden? Wie waren denn eine Woche jetzt? Wo sind wir denn überhaupt? Wollen wir mal das denn erzählen? Auch alle Leute, die den Videopodcast gerade sehen, die denken sich, was machen die denn jetzt hier? Wo sind die denn gelandet? Wir sind hier gerade in München. Es ist Samstag, der 28. Ja, der 28. Ist es heute der 28.? Ja. Und wir sitzen hier gerade im Herrschaftszeiten, so heißt das. Das ist ein Wirtshaus hier. Mega geil. Liebe Grüße an Mietja, dem gehört der Laden hier. Und hier drinnen ist quasi ein Podcast-Studio, wo wir gerade eben aufnehmen können. Das ist komplett verrückt. So, hier ist eine Glasscheibe vor uns, eine Fensterscheibe. Und wir sehen hier ganz viele Menschen, die hier irgendwie ihr Schnitzel essen, ihr Bier trinken. Und die sehen aber auch uns und die wissen ja nicht, über was wir hier reden, Robert. Ja, und wir quatschen hier irgendwie... machen hier einen Podcast. Das ist so geil. Aber ich habe deswegen auch hier schon ein Bierchen am Start. Ja. Das hätte auch nicht gedacht, dass du trinkst das Bier jetzt nicht, weil wir unbedingt nur in einem Wirtshaus sind, sondern weil halt die Eintracht spielt. Wir sind nämlich heute in München, nicht ohne Grund, sondern weil Eintracht Bayern, ihr wisst, wir sind riesen Eintracht-Fans. Wir waren noch nie in der Allianz Arena, heute ist es soweit. Und jetzt wird natürlich hier dein Fußballbier direkt aufgehört. Es geht los. Es geht los. Heiko, wir haben morgen noch Songaufnahmen. Du darfst jetzt hier nicht heute Kanne. Ne? Aber wenn man schon mal hier einen Podcast aufnimmt in einem Wirtshaus in München, Dicker, dann musst du auch irgendwie so ein helles kannst du da schon mal trinken. Fair enough. So, Heiko, ganz kurz zum Thema künstliche Intelligenz. Okay. Also, dieses Intro, was wir gerade hatten, diesen Dialog, den wir gesprochen haben, das ist ja komplett absurd. Wie hast du das genau gemacht? Ich habe einfach ein Chat-GPT, das ist ja irgendwie so ein künstliche Intelligenz-Chat, da kann ich alle reinschreiben, was ich will und der spuckt mir, egal was ich will, spuckt es mir aus. Ich habe einfach nur gesagt, schreibe mir einen kurzen, lustigen Dialog mit schwarzem Humor über unseren als Intro für unseren Podcast 2 Lochmann. Dieser Dialog soll aus Heiko und Roman bestehen, blablabla. Und dann hat er mir innerhalb von 5 Sekunden das ausgespuckt. Das ist schon... Heiko... Ich schwör's dir, wir haben in der letzten Folge ja schon darüber geredet, dass Menschen irgendwann Kabel werden. Und dass wir alle Cyborgs werden. Dass wir irgendwann Cyborgs werden. Wir sind kurz davor! Wir sind so kurz davor! Ich glaube auch! Heiko, ich habe mich letzte Woche viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil ich es irgendwie interessant fand. Und das ist komplett absurd. Unsere Welt wird in einem Jahr komplett anders aussehen. In einem Jahr? In einem Jahr. Wie sieht denn die Welt in einem Jahr aus? Erzähl mal. In einem Jahr wird unsere Welt schon wieder ganz anders aussehen, als sie heute aussieht. Und ich glaube, diese Entwicklung, Heiko, es gibt so verrückte Tools mittlerweile. Es gibt mittlerweile ein Tool, das habe ich letztens selbst ausprobiert, das ist for free. Du kannst mit deinem iPhone oder whatever irgendwas einsprechen. Ja, das kann klingen wie die letzte Sprachnotiz mit dem Toaster aufgenommen. Und mit 2 Klicks und nach 5 Sekunden klingt das auf einmal so, als wäre es hier in so einem Studio aufgenommen. Ganz professionell. Und der bildet dann quasi deine Stimme nach, ein Computer. Mhm. Ey, und das ist erst der Anfang. Es gibt so absurde Sachen. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann künstliche Intelligenz, glaube ich, auch viele Dinge vereinfachen. Und aber es kann natürlich auch, in der größten Dystopie haben wir als Menschen irgendwann gar nichts mehr zu sagen. Sind wirklich so ein bisschen wie Black Mirror, aber in Real Life alles, ne, was hier gerade passiert. Ohne Scheiß, Alter, es ist komplett absurd. Wenn du mal überlegst,
Also Hausaufgaben brauchst du irgendwann nicht mehr. Wenn ich jetzt schon, also nee, wenn ich jetzt schon bei ChatGPT eingeben kann, ey, schreib mir einen kleinen Aufsatz über XY oder fass mir das und das zusammen, dann macht es dir in 10 Sekunden. Löse mir diese Matheaufgabe, der macht mir das in einer Sekunde. Schreib mir einen Song im Style von XY mit das und das und das, der macht mir das in einer Sekunde. Es gibt künstliche Intelligenzen, die können schon ganze Musik produzieren, die können Kunst erstellen, die können Videos schneiden. Aber ich finde, ganz kurz. Bro, ich krieg richtig Schiss, Alter. Ja, aber ich finde Kunst von der künstlichen Intelligenz erschaffen irgendwie immer nicht so geil. Noch, es ist doch sehr. Nee, ich finde, dass das sieht ultra generisch oder hört sich doch so an, wenn man irgendwie einen Song mal irgendwie mit der KI erstellen lässt. Ja, da musst du nur Radio hören, da hast du auch das. Spaß. Ja, steile These. Nein, aber Heiko, klar, es ist gerade noch nicht auf dem Stand, wo es wahrscheinlich irgendwann mal sein wird. Aber in was für einer Zeit bewegen wir uns? Von einem Jahr oder zwei Jahren war das noch nicht so ein Thema. Jetzt ist auf einmal, ich sag mal, auch im Mainstream angekommen. Wo soll ich das hinentwickeln? Hast du Angst davor? Ich habe auf jeden Fall. Was ist das Angst? Ich habe. Ist halt was Neues. Bro, ne? Ich kann es einfach gar nicht einordnen. Ich komme mir vor wie ein Fisch, der sonst im Salzwasser schwimmt, auf einmal ist er im Süßwassersee. Okay, das war jetzt ein bisschen komischer Vergleich. Aber verstehst du, was ich meine, Heiko? Okay. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, wie gesagt, wir sind kurz vor Cyborg, ja? Ist kurz vor Cyborg. Was, ja. Was denkst du, wie lange brauchen wir noch? Halb Mensch, halb Maschine? Boah. Sind wir es nicht jetzt schon? Ich lass jetzt, Mensch, doch keine Maschine. Ich lass jetzt einfach mal so im Raum stehen. Wie geht's dir denn, Heiko? Bist du auch schon so hype wie ich? Ich bin, vielleicht merkt man es auch meiner Stimme, ich bin so hype gerade, weil später die Eintracht spielt. Du hattest aber auch ein bisschen Zeit die letzte Woche, um sich dann mit dem ganzen Kram irgendwie zu beschäftigen. So also ein Rabbit Hole und dann plötzlich bist du. Ja. Kennst du das, wenn du irgendwas googelst und dann nachher ist dein ganzer Algorithmus voll mit dieser einen kleinen Sache und du wolltest das gar nicht? Digga, ich hab mir letztens auf YouTube irgendeine Smackdown Wrestling Video angeguckt. Ach du Scheiße. Ja? Weil geil. Ich war früher als 12-jähriger Junge, war ich irgendwie Wrestling-Fan, ja, von John Cena und Rey Mysterio. Weißt du noch, als wir damals, als wir so 6, 7, 8 Jahre alt waren, haben wir mal irgendwann nachts so. Wir haben auch so Fernsehen geguckt, wir beide, und da haben wir dann so DSF eingeschaltet, da lief dann Wrestling, wir wussten aber nicht, was das ist. Mhm. Und ich erinnere mich, ich habe das noch vor Augen, da ist irgendein Typ auf so eine 5 Meter hohe Leiter geklettert und ist dann von dieser Leiter auf einen anderen Menschen drauf gesprungen und ich wusste nicht, dass es gefaked war und ich dachte mir nur so, okay, Alter, was geht hier ab? Ja. Und seitdem waren wir Fans, ne? Ja. Du hattest mal eine richtige Zeit. Und danach lief UFC übrigens, ne? Ja. Das war dann echt. Du hattest mal eine richtige Wrestling-Phase. Ich war ein richtiger Wrestling-Fan, damals war auch bei Live-Events irgendwie in Deutschland, das war, ja, war irgendwie lustig. Aber was ich sagen will ist, ich habe mir ja irgendein Video mal da reingezogen auf YouTube und seitdem ist mein kompletter Algorithmus voll mit irgendwelchen Wrestling-Videos, die ich wirklich auch gar nicht sehen will. Aber ich merke dann in dem Moment immer, hey Heiko, irgendwie ist schon interessant, so die 10 schnellsten KOs oder was, keine Ahnung, was man da liest. Du musst deinen Algorithmus erziehen, das geht ja ganz schnell. Ja. Ich bin zum Beispiel ultra stolz auf unseren Algorithmus bei YouTube. Ne? Genau, aber wir haben ja denselben, weil wir uns den Account auch immer noch teilen, wenn es ums Konsumieren geht. Ja, aber Roman, ja. Ich weiß nicht. Also manchmal sehe ich da halt so COD-Zocker-Videos, also irgendwie über Call of Duty, whatever, weil du das wahrscheinlich reinziehst immer abends. Ich brauche halt so einen stumpfen Content, wenn ich irgendwie, weil wir sind, guck mal, wir sind die ganze Zeit nur am Arbeiten, haben so viel 1000 Themen und haben auch echt kein unstressiges Leben und so viele Sachen gleichzeitig. Da brauche ich, wenn ich mich mal entspannen will und einfach nur irgendwie, keine Ahnung, mir eine Pizza reinziehe. Ja. Will ich einfach nur irgendeinen stumpfen Scheiß gucken. Was ist dein größtes YouTube-Crack? Also wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden könntest, wo du einfach, das kannst du dir immer geben nach einem langen Tag oder irgendwie, wenn du dir... Ja. By the way, kennst du das? Ich bin mittlerweile auf dem Level angekommen, wenn ich jetzt irgendwie Essen habe, ja? Oder wenn ich was bestellt habe, wenn ich hier ein heißes, schönes, leckeres Essen vor mir stehen habe, ich warte noch, bis ich es esse, bis ich das perfekte YouTube-Video rausgesucht habe und manchmal wird das Essen dann schon halb kalt, weil ich noch nicht das perfekte YouTube-Crack habe. Mhm. Weil ich bin so ein Konsumopfer, ich muss mittlerweile, wenn ich mir irgendwas, wenn ich zu Hause was esse, ich muss mir irgendwas dazu angucken. 5 vor Kabel, Roman. Ja, ich sag's dir. 5 vor Kabel. Ich glaube, mein Lieblings-YouTube-Crack, so nennen wir das. Nennt das doch irgendjemand so? Ich glaube schon. Ich glaube, so ein Mix aus Achtung, Abzocke, Oldies, Spiegel-TV, Clan-Dokus und wahrscheinlich so Fail-Compilation-Kram, Alter, sowas irgendwie. Mhm. Dieser ganze dumme Scheiß. Ich lieb's. Ich bin mittlerweile voll auf Quiz-Shows hängen geblieben. Es gibt, ja, das stimmt. Es gibt so ich sehe die ganze Zeit irgendwie genial daneben oder so. Nein, nicht so genial. Nein, so der Quiz-Olymp und sowas. Mhm. Das ist so geil. Und ich frage mich auch, warum es noch nicht so einen Podcast gibt. Einfach mal so einen Quiz-Podcast. Quizzen macht so Spaß, Heiko. Erzähl doch nicht eben die Idee, Roman.
Ja, komm, das wollen die Leute machen. Auf jeden Fall, ich bin komplett auf Quiz-Shows hängen geblieben. Das macht ultra Bock. Und irgendwie so ganz random Videos übers Universum. Einfach so richtige, so ganz random Videos über das neue James-Webb-Teleskop und so, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist komplett gestört, dieses James-Webb-Teleskop, ne? So, Roman, du warst die Woche im Adlon, im besten oder teuersten Hotel Deutschlands und hast einmal richtig den Snob-Lochmann raushängen lassen. Und ich war bei mir in Darmstadt zu Hause, bei uns in der Sauna, im Fitnessstudio und hab da mit Zahnärzten gechillt. Also wir hatten heute beide so ein bisschen versnobte Woche. Ich war mit Zahnärzten unterwegs, in der Sauna, hab da noch Tricks und Tipps bekommen für ein besseres Leben. Und du warst einfach nur, hast es gut gehen lassen, ne? Also, ja, ich hatte auf jeden Fall die letzten Tage einmal hier komplett Luxus mit meiner Freundin. Wir haben uns gedacht, jetzt nach der Tour, dann hatten wir noch irgendwie so ein bisschen Jubiläum. Jubiläum? Ja, so, jetzt halt so jahrestagmäßig, ne? Und wir dachten uns, komm, jetzt gönnen wir uns einmal, kratzen in die ganze Kohle zusammen und gönnen uns mal, wir wollen über Bock, das mal zu machen und dachten uns, komm, gehen wir mal ins Adlon. Ja, wie ist denn so ein... Eine Nacht im Adlon, das war so geil. Warte mal, ich hab einen Brief, ich muss hier was vorlesen. Okay. Warte einfach ab, Heiko. Sehr gespannt. Sehr geehrter Herr Lochmann, herzlich willkommen im Hotel Adlon Kempinski. Schön, dass Sie bei uns zu haben. Gerne möchten wir Sie daran erinnern, dass wir ein Nichtraucherhotel sind und das Rauchen in den Zimmern verboten ist. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir uns das Recht vorbehalten, eine Reinigungsgebühr in Höhe von 150 Euro zu erheben. Sollten Sie eine Zigarette oder Zigarre genießen möchten, so steht Ihnen unser Smokers Lounge neben der Rezeption jederzeit zur Verfügung. Roman. Außerdem bat uns der offizielle Sicherheitsdienst der britischen Botschaft darum, dass sie ihre Zigaretten bitte nicht auf die Straße entsorgen. Was? Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Den Brief hast du persönlich bekommen. Das war quasi mein Aufnahme im Adlon. Das war, ich war eine Stunde da, dann war ich kurz raus aus dem Zimmer und dann hatte ich den Brief auf dem Zimmer. Hast du am Zimmer geraucht? Ich hab... Tu mal nicht so, als wär das so eine Sünde, das machst du immer. Ich will nur mal kurz den Kontext verstehen. Das war so ein... War da ein Zimmer und Adlon, ne, ist ja wirklich so das Hotel in Deutschland, ne? 5 Sterne, whatever. Super Luxus, schickimicki. Ich hab da halt eine Zigarette am Fenster geraucht, aber da, also ich mach das oft in Hotels und da passiert nie was. Das ist wirklich. Und jetzt hast du die britische Botschaft irgendwie hinter dir oder wie? Das Fenster, das hat an so einer Straße gegrenzt, die war von Polizei abgesperrt, da durfte man nicht mit Auto durchfahren. Und das war quasi genau, also das Hotel ist auch quasi noch im selben Gebäude wie die britische Botschaft. Einer von denen hat mich verpetzt. Die haben das gesehen, haben dann beim Adlon gesagt, hier, da raucht einer am Fenster. Und das war dann quasi, das war mir unfassbar unangenehm. Ich glaube dir das. Das war mein Start. Ja, ansonsten war es übergeil, Alter. Also was soll ich sagen, ist halt... Was kostet ein Wasser oder was kostet eine Pommes? Eine Pommes, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gucke nicht auf den Preis, das ist Spaß. Viel zu viel. Die haben da einen Döner für 16 Euro, ja, so diese Preise. Ja, geht's gerade zur Inflationszeit. Heiko, richtig gute Idee. Es ist komplett absurd. Wir wollten uns das aber einmal gönnen, haben Hälfte gemacht, meine Freunde und ich haben gedacht, komm, eine Nacht, das war so wie ein kleiner Traum, das einmal zu machen. Und das ist so geil. Also wahrscheinlich finden es auch viel interessant, wie ist es überhaupt in so einem 5-Sterne-Hotel? Mhm. In dem großen Hotel Adlon. Erzähl doch mal. Die Leute sind also das Personal ist unfassbar freundlich. Wir hatten ja schon ein paar Mal quasi die Ehre, auch in solchen Hotels schlafen zu dürfen, übernachten zu dürfen. Aber wir sind zu freundlich teilweise. Bro, es gibt nichts, was sie nicht machen. Und ich wusste das natürlich und hab's dann auch genutzt. Und zwar, als ich das Zimmer... Boah, du Arschloch. Nein. Weißt du... Nein, ich hab dafür mein Geld bezahlt. Ja, okay. So, jetzt hör mir mal zu. Es war so, ich hab nämlich bei der Buchung... Du bist so ein Arschloch. Ich hab bei der Buchung, habe ich nämlich dann, da kann man noch so Bemerkungen oder hast extra du, Wünsche... Da kann man sich Kissen bestellen. Hast du extra nein, Kissen bestellt? Nein, anders. Ich hab bei der Buchung, Hast du ein Samtkissen bestellt? Nein, oder was? Die gab's da eh. Nein. Bei der Buchung habe ich in der Bemerkung wünschen, das kann man dazu schreiben, habe ich geschrieben. Ich würde mir gerne wünschen, wenn wir aufs Zimmer kommen, dass da ein Cheesecake und eine Pomelo. Was? Ein Cheesecake, eine Pomelo. Was ist denn Pomelo? Bro, weißt du nicht, was so ein Pomelo ist? Nein, weiß ich nicht. So ein Obst, sieht aus wie eine Melone, aber schmeckt so ein Obst. Das ist so ein Mix aus Melone und Mandarine, keine Ahnung. So, die gibt's halt nur im Winter. Weißt du nicht, was ein Pomelo ist? Du sagst ja irgend so nix aus Birne und was weiß ich, mehr, keine Heiko, Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann geschrieben, ich hätte gerne eine Pomelo und einen New York Cheesecake auf dem Zimmer und Hafermilch im Kühlschrank.
Und dann checken wir da ein, pipapo, dann begleitet uns eine von den Leuten da und aufs Zimmer und nimmt unsere Koffer, oh, whatever. Und dann hat sie nur gesagt, ja, und Herr Lochmann, also die Pomelo und der Cheesecake und die Hafermilch stehen auch schon im Zimmer bereit. Boah! Du bist so ein Snob, Alter. Nein, aber ey, Digga, bist du hier fast rausgeflogen aus dem Adler, weil du eine Pomelo bestellt hast, aber dann aus dem Fenster rauchen. So, hör mal zu, aber das fasst dieses ganze Hotel zusammen, die erfüllen dir jeden Wunsch. Ja, ich bin so ein bisschen schockiert. Also ich weiß ja, dass du schon, dass die gerne mal gut gehen lässt. Aber irgendwie hat mich das gerade wirklich so, dass du hier ein Pomelo oder sowas. Hör mal auf, per Zuruf. Mann, ich wünsche mir ein Pomelo. Herbei. Bro, komm, Pomelo. Pomelo, das klingt wie ein Pokémon, Digga. Ja, du sprichst es wie ein Pokémon aus. Es heißt Pomelo. Schau, das geht raus an Pomelo. Kennt ihr das? Kennst du das? Ja. Kennst du Pokémon? Auf jeden Fall ganz kurz, so um diese Adlon-Story, dann waren wir noch irgendwie schön essen und im Spa, Sauna und so und dann war auch Jut, hat mir dann auch gereicht hier mit diesem ganzen Luxus, weil das Ding ist, man fühlt sich ja auch immer, ich fühle mich dann trotzdem in so Hotels oft nicht so ganz wohl, schon, aber man ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man hat so ein Korsett an, man hat so irgendwie einen Anzug an und man muss sich jetzt auch dementsprechend benehmen, was auch dazugehört. Ja, immer schön rauchen im Zimmer, ne? Du weißt, was ich meine, Heiko. Und irgendwie war ich dann auch froh, als wir einfach also wieder in der Wohnung von meiner Freundin gepennt gehört haben. Es dann und, gehört es in deinem, also gehört es für dich dann auch dazu, sich auch verhalten zu müssen wie ein Arschloch? Du meinst, dass man so ein bisschen den Stopp raushängen lässt? Ja, ja. Wie warst du im Spa? Hast du mit irgendwelchen Geschäftsleuten, Diplomaten oder so gechillt? Ich war richtig sauer. Wieso? Da war so ein Whirlpool. Ja. Und der hat nicht geblubbert. Bro, ein Whirlpool, der nicht blubbert, ist ein Pool. Nein, der hat geblubbert, als wir ankamen, da hat er nicht mehr geblubbert. Dann wollten wir da rein. Mhm. Und da war nirgendwo ein Knopf. Es war nirgendwo ein Knopf, wo man das Blubbern anschalten konnte. Und ich habe so viel Geld, ich habe 400 Euro dafür bezahlt. Und dieser Knopf war nicht da. Ja. Wie kann das sein? 5 Sterne für den Arsch. Okay, Roman. Spaß. War auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, das war also deine Woche. Was ging denn bei dir? Boah, Alter, ich hatte eigentlich eine ziemlich langweilige Woche. Ja. Ich war die ganze Zeit bei uns zu Hause in Darmstadt, war irgendwie, hab viel gearbeitet, viel so Sachen geschnitten. Wir haben so, auf der Tour haben wir so viel Videomaterial gesammelt und irgendwie, ich hatte voll Bock, das einfach irgendwie zu bearbeiten, zu schneiden, mir das anzugucken. Hab da viel geschnitten, das macht mir irgendwie Bock. Und war sehr oft im Gym und in der Sauna, auch ein bisschen zu viel. Ich habe auch gesagt, ey, ich muss jetzt mal hier eine Woche Pause machen, weil sonst hey, du bist auch nichts. Du bist gerade so ein krasser Saunagänger, ja, du bist ja jeden Tag in der Sauna. Ich saß mit einem Zahnarzt im Dampfbad. Okay. So. Ich saß im Dampfbad, plötzlich kommt da so ein Zahnarzt rein. Hatte er gute, also ich glaube, ja, einen riesen Schwanz gehabt. Hatte der schöne Zähne? Und? Ich habe jetzt nicht auf die Zähne geguckt, im Dampfbad siehst du nämlich gar nichts. Und? Das Dampf. Woher weißt du, dass er ein Zahnarzt war? Ich hab irgendwann gefragt, was machst du eigentlich? Hat er gesagt, ich bin Zahnarzt. Aber ach, das so tut's nicht zur Sache, weil... Dann war er wahrscheinlich auch im Adlon, ne? Zahnärzte sind auch so. Nein. Okay, hör mir doch mal zu. Ja. Ich war mit mir im Gym. Und dann hat er mir... Und da war noch irgendjemand anders dabei, hat mir... Irgendwie kam das ins Gespräch, er hat mir einfach so ein bisschen was empfohlen, was ich machen kann, um morgens fitter zu sein und besser aus dem Bett zu kommen und Stress zu vermeiden. Und das macht total viel Sinn, Roman, mein ganzes Leben hat sich verändert innerhalb von ein paar Tagen. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, und zwar trinke ich jetzt morgens, bevor ich meinen ersten Kaffee trinke. Ach das, oh Gott. Lauwarmes Wasser, gemixt mit gepressten Limetten, Saft und... ein paar Prisen Salz dazu. Das gemixt. Er hat mir das erklärt. Das sorgt dafür, dass die Nebenniere direkt quasi angeschaltet wird und du direkt Dopamin und Glücksgefühle quasi auf natürliche Art und Weise ausstrahlst oder hast. So, ohne dass du irgendwie, keine Ahnung, dich beriesen lässt davor von TikTok oder von Instagram oder von irgendwelchen Mails, die du öffnest oder von Koffein, was dann reinkickt. Heiko, mir wurde richtig, ich erinnere mich, du hast mir das gestern auch angeboten. Ja, hast du nicht getrunken, ich hab's mir, Arschloch. Hör mal zu, ich hab's mir gerade... Trinkst du noch den 10 Euro teuren Cappuccino im Adlon oder was? Ich hab's mir gerade wieder vorgestellt und mir wurde schon wieder schlecht. Bro, es ist so eklig, morgens, direkt nach dem Aufstehen, ja, so ein warmes Wasser, einfach nur warmes Wasser, aber nicht heiß, sondern so lauwarm. Mega geil. Mit Salz und Limette.
Bah! Das hat so ekelhaft geschmeckt und ich hab zwei Stücke genommen, dann hast du gesagt, ja Roman, komm, trink auch, ich hab das mit Liebe gemacht. Ich muss dir wirklich sagen, ich hab's weggeschüttet. Du bist so ein Arschloch. Ich hab da locker zwei Minuten in der Küche gestanden, die das gemacht. Ich hab so eine extra so eine Limettenpresse gekauft. Ich hab würzig dann jetzt. Und hab diese Limette für dich gepresst. Morgens um 8 oder sowas, Alter. Und dann steht da so ein Riesenglas und dann steht da nach einer Stunde immer noch und irgendwann. Ich fand's auch ekelhaft. Arschloch, hast du es nicht getrunken? Nein, natürlich nicht. Es hat mir gar nicht geschmeckt. Brauchst du mir auch nicht mehr im Nachhinein, aber ich bin dir trotzdem dankbar dafür. Erzähl mal, was bringt das dir jetzt? Das bringt dir mehr Power. Das sorgt dafür, dass man direkt im Tag drin ist, dass du direkt Dopamin bekommst und gut in den Tag startest. Und ein weiterer Zusatz davon ist, ich meine, wir kennen es wahrscheinlich irgendwie alle, wir schlafen ja mittlerweile alle irgendwie ein und das Handy liegt neben dir dran. Ja. War das richtiges Deutsch? Nein. Aber Roman, es ist ultra ungesund, auch für die mentale Gesundheit, wenn du als ersten Schritt nach dem Augenöffnen beim Aufwachen, wenn du nach dem Aufwachen direkt aufs Handy starrst, du startest den Tag damit, dass du deinen Tag selbst nicht in der Hand hast. Und Roman, pass auf. Da sind wir wieder bei Cyborg. Und das ist ultra ungesund. Und es gibt so viele Studien, glaube ich, auch, die das belegen, dass man sagt, ey, man soll wirklich vor allem die ersten 10, 20 Minuten am Tag nicht auf sein Handy starren. Ja. Und wenn die Jalousien noch unten sind und irgendwie ist es noch dunkel im Zimmer und dann das Erste, was sich anstrahlt, ist irgendwie so ein Display, Alter. Das ist nicht gesund, Roman. Und da habe ich ja wirklich ein Wörtchen mit dir zu reden, weil das ist wirklich ein Problem bei dir. Mich wundert es wirklich nicht mehr, dass du morgens der größte Morgenmuffel bist, wenn du wirklich erstmal 20 Minuten am Tag im Bett noch, keine Ahnung, Alter, dir irgendwelche TikToks reinziehst. Das ist ungesund, mach das nicht mehr. Wirklich. Weil ich meine, du hast ja recht. Ein LED-Display, ja, aber Roman, ersetzt jetzt die Sonne? Nein, du hast ja nur recht. Du hast nur recht. So, Roman, ich habe jetzt was vorbereitet. Okay. Und zwar, heute ist ja eine spezielle Folge. Heute ist die Faktenfolge. Die Faktenfolge, ich nenne sie die Faktenfolge, weil ich habe ganz viele Fakten vorbereitet. Komm, nenn mir mal direkt einen Fakt. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich hatte wirklich jetzt Spaß daran, einfach zu googeln und interessante Fakten zu finden. Am Ende erzähle ich dir mal ein paar Zwillingsfakten. Ich bin gespannt. Die dich überraschen werden, die werden dich umhauen. Okay. Okay. Hast du ein paar Fakten? Ja. Wusstest du, dass der Mensch als einziges Säugetier lächeln kann? Denk mal drüber nach. Alter, okay. Es gibt kein Tier, was lächelt. Von wo hast du diese Fakten? Hast du die jetzt dir ausgedacht? Quelle, vertrau mir, Bruder. Okay, mach mal nächsten Fakt. In Texas ist es verboten, Graffiti auf fremde Kühe zu sprühen. Wo ich mir auch denke, Dicker. Bro, hast du das jetzt von Faktastisch? Nein, hab ich nicht. Das ist ja einfach nur Faktastisch als Podcaster. Nein, pass auf, weiter geht's. Im Tierreich halten Schimpansen den Rekord für die schnellsten Quickies 3 Sekunden. Also knapp. Also du kannst knapp doppelt so lang, Roman. Wir haben ja letzte Folge schon festgestellt, du hast ein Problem. Hey, gut, das ist einfach Quatsch. Ey, egal. Machen wir jetzt nicht. Komm, nimm mir noch einen Fakt. Die anderen Fakten kommen später. Die anderen Fakten kommen später, Roman. Aber, pass auf, wir haben ja unsere Community gefragt, hey, wie sollen wir eigentlich den Tag nennen, wo wir uploaden? Wir laden ja immer montags hoch hier den Podcast. Ja, du hast hier Loch Montag. Nein, wir hatten ja super viele Ideen. Loch Montag und dann irgendwie. Was hatten wir noch? Hero Monday. Roman, weißt du, was nur Sinn macht? Was denn? Montag auf Englisch heißt Monday. Ja. Loch Monday. Loch Monday. Loch Monday. Nicht Loch Montag, Loch Monday. Wer kam auf diese brillante Idee? Irgendjemand, der uns geschrieben hat auf Spotify, die bisschen Frage. Sieht man halt den Namen von der Person? Loch Monday, Alter, ist das schlau. Ja, und ich würde auch sagen, Alter. Loch und dann so wie Monday, also M-O-N-D-A-Y. Hey, Loch Monday. Am Loch Monday. Mega stark. Loch Monday. Montags ist Loch Monday, Leute. Loch Monday oder Loch Monday? Nee, Loch Monday. Das ist Loch Montag. Monday. Ja. Ja, okay, krass. Ja. So, dann haben wir noch gefragt, Alter, ist das schlau, da musst du erst mal drauf kommen, Alter. Und dann haben wir noch gefragt, wie sollen wir eigentlich hier unsere Hörer und HörerInnen nennen? Ich glaube, erstmal vielen Dank an die Person, die das kommentiert hat. Ja. Shoutouts gehen raus. LG. MFG, Heiko Drummen. Und zwar gab es hier so ein paar Ideen, wie wir unsere HörerInnen nennen, und zwar Hero Power Gang. Okay, fand ich nicht so gut. Weil es hört sich an wie so ein Ninja Turtles oder so, die, das klingt wie so, okay. Ich persönlich bin ja fast für einfach nur Heroes. Eigentlich ist es am schönsten. Hast du noch andere Vorschläge oder war das jetzt der einzige, den du vorbereitet hast? Nee, das ist den, ich am besten fand. Hero Heroes. Power Gang? Heroes. Einfach nur Heroes. Unsere Heroes. Jo, was geht, Heroes? Ja, ist schon cool. Unser Instagram-Account heißt You Are Hero und ich meine, das hat ja auch alles einen Grund, warum der so heißt. Ja, stimmt. Und ich lasse es da mal nicht so kompliziert machen. Ich finde, Heroes ist wunderschön. Ja, okay. Haben wir uns geeinigt, da müssen wir jetzt auch mal kurz drauf einschlagen. So. Okay.
Heroes. Heroes. Hallo, alle Heroes, die gerade zuhören. Ja, eigentlich echt eine schöne Schon Idee. Schon süß, ja, finde ich auch. Heiko, ich habe mir letztens die Frage gestellt, also du weißt ja das Prinzip von einer Bucketlist, aber was ist, wenn es doch so eine Anti-Bucketlist gäbe? Also Dinge, die du auf keinen Fall machen möchtest. Oh, die können wir eigentlich hier sammeln. Das ist eine gute Idee. Genau, ich habe eine Sache direkt. Können wir in jeder Folge was droppen? Ich habe eins für meine Anti-Bucketlist und zwar eine Kreuzfahrt. Brauche ich nicht. Ich finde, wenn ich nur daran denke, aber auf einer Kreuzfahrt zu sein, also außer irgendwann kommt die AIDA und macht uns hier einen Korb klar, dann finde ich Kreuzfahrt natürlich geil. Ja. aber nicht. Ey, oder ich, vielleicht lass mich auch irgendwann davon überzeugen, denk mir, okay, ich gebe dir eine Chance, aber ich finde Kreuzfahrten wegen verschiedensten Punkten schwierig. Aber eine klimaneutrale Kreuzfahrt wäre schon crazy. Eine klimaneutrale Kreuzfahrt wäre wieder geil, aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mir denke, ja, schwierig. Mhm. Ja, braucht die Menschheit, der Planet, das ist wirklich so riesen Kreuzfahrtschiffe. Dann würde ich so spätestens nach 2 Tagen auf so einem fetten Schiff, ich denke, ich würde irgendwann verrückt werden. Ich würde irgendwann wahrscheinlich freiwillig über die Landpacke. Du würdest dich fragen, wo ist mein wie heißt das? Tamagotchi? Nee. Tamagotchi? Die Frucht? Wo ist meine Pomelo? Pomelo. Pamela. Wo ist meine? Pamela Reif. So, jetzt. So. Wenn die Heiko, ist Heiko. Jetzt, aber Pomelo reif. Ja, oh, ist die Pomelo schon reif? Ja, witzig. nee, was ich sagen wollte, ich hätte da, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Ich bin, also wenn so Urlaub oder so, dann, du bist ja gefangen in so einem Schiff, auf so einem Schiff. Hm. Und stell dir vor, die Leute, das sind alle kacke oder du verstehst dich bitte nicht. Kannst stell ja nicht dir vor, da kommen Piraten. Stell dir vor, am Arsch? Ja, oder hast du Titanic mittlerweile mal gesehen, ne? Nee. Digga, du musst die Titanic angucken. Es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Mhm. Ich habe geweint. Und ich habe noch nie bei einem Film geweint, außer bei Titanic. Auf jeden Fall, wer Kreuzfahrten werdet, ist nicht so mein Turn. Brauche ich nicht. Ist mal auf meiner Anti-Bucket-List. Hast du eins, was dir gerade spontan einfällt? Skifahren, ja gut. Ja, haben wir schon drüber. Warte mal, du bist doch schon mal Ski gefahren. Ja, das kann man auch nicht wirklich Skifahren nennen, Roman. Ich werde es noch nicht mehr machen. Ich habe letztens geträumt. Und du musst mir nur eine Einschätzung geben, weil ich habe letztens geträumt, dass ich in meinem Traum aufgewacht bin vom Schlaf und mein ganzes Gesicht war voller Wichse. Was? Hä? Ich habe auch nicht verstanden. Sicher, dass es ein Traum war. Ja, ganz sicher. Warum träume ich sowas? Was ist das denn für ein Traum? Digga, ich weiß es auch nicht. Alter. Es ist nur so ein Schnipsel, der noch hängen geblieben ist. Ich bin in meinem was ist im Adlon wirklich passiert? Ich bin in meinem Traum aufgewacht und hatte mein ganzes Gesicht voller Wichse. Und ich verstehe nicht, warum. War es vielleicht ein feuchter Traum und dann hast du es. Nein, vielleicht hast du geträumt, dass du mit dir selbst Sex hast, weil du dir selbst so geil findest, weil du auch mit dem Adlon dann schön pennst, ne? Und dann hast du quasi mit dir selbst Sex gehabt im Traum. Nee. Boah, Heiko, das ist komplett absurd. Warum träumst du so? Ich habe mal geträumt, dass ich Sex mit, wie heißt die, Marge Simpson habe. Ein Sextraum mit Marge Simpson, das war super weird. Stell dir vor, ich wach dann auf, wirklich, und meine erste Frage war so, what happened? So, was habe ich hier gerade geträumt? Generell Sexträume ist das schon so irgendwie, schon mal krass, hat man ja auch so oft oder sowas. Aber wie kommt es, dass du mit Marge Simpson, einer Comicfigur von den Simpsons, die unsere Jugend, unsere Kindheit geprägt hat, dass du mit der Sex, was denn zumindest gut? Das wäre jetzt meine Frage. Kann mich nicht mehr daran erinnern, Roman. Ich weiß so, die Schnipsel, die ich im Kopf hat, die gehen nie wieder raus. Aber war es in der Simpsons-Welt, ganz kurz, was du auch gelb und so animiert mäßig in diesem Traum? Oder war es eine ganz normale Welt, aber sie war dann... Ja, sie war einfach da. Auch mit gelber Haut und so, wie die Simpsons halt sind. Genau. Frag mich. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich davor irgendwie Simpsons geguckt oder so. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Ja. Roman, ich habe so ein paar Community-Fragen bekommen. Ja. Und ich würde die hier gerne einmal stellen. Okay. Wir kriegen ja hier unter dem Fragetool bei Spotify immer ganz schöne Fragen und auf Instagram und so. Bin gespannt. Frage Nummer 1. Kiron, was ist das Erste, an das du dich erinnern kannst? Meine allererste Erinnerung in meinem Leben. Was ist das Erste, an was du dich erinnern kannst? Versuch mal kurz drüber nachzudenken. Boah, Alter. Ich habe eine Erinnerung noch im Kopf, da waren wir auch maximal 3 oder 4 Jahre alt. Da habe ich dich, glaube ich, runtergeschubst von der Treppe. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und habe von Mama und Papa auch richtig Ärger kassiert. Und ich habe irgendwie noch so ein Bild davon im Kopf, dass ich auf der Treppe stehe, du bist da runtergefallen, hast auch im Kopf geblutet und die haben mich angeschissen. So, ach, Roman, du kannst dich noch dran erinnern? Ja, ein bisschen. Ich kann mich auch noch dran erinnern, aber von meiner Sichtweise aus. Und ich weiß auch, wie ich da stand und wir hatten sogar eigentlich so,
und du hast mich irgendwie da runtergeschubst, aus Versehen. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen war, vielleicht warst du damals schon ganz böse, wie so ein Bösewicht-Baby. Auf jeden Fall hast du mich runtergeschubst und da bin ich wirklich, habe ich so Purzelbäume die Treppe runtergemacht, ja, und habe dann da gelegen und habe geheult. Ja. Und ich habe das wirklich noch im Kopf, wie ich weiß noch genau, was da abging. Oh, Alter, ich habe auch noch eine Erinnerung. Wie alt waren wir da? Höchstens 3, Alter. Ja, ich habe auch noch eine Erinnerung, da waren wir auch maximal 3 oder 4 Jahre alt. Nee, 3. Da waren wir so jung noch. Man hat ja so Schnipsel. Ich habe eine Erinnerung noch, wir waren 3 oder 4 Jahre alt. Da hat Papa uns eine Videokassette von Vicky angemacht. Boah. Wir haben doch früher immer Vicky und die starken Männer, mhm, ne, diese Wikinger-Kinderfilmserie, die haben wir doch immer, das haben wir doch geliebt früher. Und unser Papa hat uns damals so Gute-Nacht-Geschichten vor, ja, Checker. Aber gar nicht vorgelesen, sondern selbst erfunden, einfach so Freestyle aus dem Kopf heraus. Alter, ne? Schaut uns unseren Dad, die Mekka-Ziehen-Geschichten, weißt du noch? Ja, ja. Da, der hat uns, der, also ne, auch an euch da draußen, der hat uns immer jeden Abend, der hat improvisiert, der hat sich da hingesetzt, hat uns eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, aber halt nicht aus irgendeinem Buch vorgelesen, sondern hat die quasi in Echtzeit erfunden. Die hätte der eigentlich mal irgendwie aufschreiben müssen. Es waren so tolle Geschichten, die waren so lustig, wir konnten ja teilweise gar nicht einfallen, weil die so lustig waren. Ich glaube, das hat unseren dummen, stumpfen Humor teilweise auch mitgeprägt. Total, Alter, es war so ein Bullshit. Okay, Roman, ich habe noch eine Frage. Habt ihr schon mal über Kinder nachgedacht? Aber Roman, die Frage ist mal wirklich, wenn wir irgendwann älter sind und ich glaube, wir wollen beide Familie irgendwann haben und beide Kids haben, wie läuft das ab? Zeitsprung, wir sind beide irgendwie Mitte 30, haben beide irgendwie Kids. Mhm. So, wir beide haben uns doch schon ein paar Sachen haben wir uns festgelegt. Ja. Roman, wenn du irgendwann ein Kind hast, machen wir ein Beispiel, wenn du irgendwann einen Sohn hast, ja, und ich auch irgendwann einen Sohn habe, ja, sind das keine Cousins? Das sind Brüder. Das sind Brüder. Das sind auf jeden Fall Brüder. Ja. 100%. So, Fakt Nummer 1. Dann Nummer 2. Ich glaube, wir müssen es wirklich irgendwie hinbekommen, dass, wenn wir beide irgendwann eine Family haben, mit Kids und so, dass wir irgendwie getrennt, aber doch zusammen wohnen. Beide so ein Häuschen. Man hat, wenn man will, man hat seine Ruhe. Aber unterirdisch gibt es einen Gang, wo man sich treffen kann. So ein Zwillingsversteck. Ja. Und ja, da können wir auch Musik machen, da können wir chillen. Oder einfach so eine Doppelhaushälfte, Heiko. Aber eigentlich, wir haben ja schon festgelegt, Roman, wenn, ja, wir beide irgendwann Väter werden, dann müssen wir gleichzeitig, genau, wir müssen das timen. Wir, ja, müssen, ja, wirklich dafür sorgen, dass die, dass unsere Kids gleich alt sind. Und das, ja, heißt auch, wenn irgendwann, wenn ich jetzt die Nachricht bekomme, ey, Heiko, ich werde übrigens Vater, wenn du mir das irgendwann sagst. Du freust dich gar nicht, bei dir geht direkt. Ja, bei mir ist wirklich, fuck, direkt Call, zack, 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 okay, ich brauche jetzt ein Kind. So. Und dann geht's ab, Roman, weil ich will wirklich, das wäre schon toll. Okay. Stell dir vor, wir werden am selben Tag Vater. Aber man kann das ja jetzt mal, also mal ernsthaft, man kann das ja schwierig auch, also das wird so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird das so wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer der Zufall oder das Schicksal will es so. Aber, also weißt du, ich meine, ich kann mir nichts schönes, vor allem das, nein, aber ich kann immer, mir, aber es gehört ja auch immer, das ist ja auch gerade sehr egoistisch. Es gehört ja immer noch auch, es gehört ja immer noch auch andere Menschen dazu. Ja, da hast du recht. Also, weißt du, was ich meine? Mann. Roman, ja. Ich habe, wie schon angekündigt, noch ein paar Fakten rausgesucht. Und zwar keine normalen Fakten, sondern Zwillingsfakten. Okay. Wusstest du, ich bin sehr gespannt jetzt, dass Zwillinge schon im Mutterleib anfangen, miteinander zu spielen und dabei aufpassen, dass sie sich gegenseitig nicht verletzen? Mega süß. Das kann man ja alles auf uns replizieren. Wir waren zusammen im Bauch und wir haben anscheinend schon, als wir quasi minus 8 Monate alt waren oder so, oder minus 3-4 Monate, haben wir schon miteinander gespielt. Alter, das ist krass, oder? Das zerfickt gerade komplett meinen Kopf. Aber es macht ja auch Sinn, so als Säugling, als in diesem Embryo, so du chillst deinen Bauch, ist ja auch langweilig irgendwann. Alter, das ist schon krass. Ja, und stell dir mal vor, du hast keinen... Nein, das ist extrem süß. Das ist schon süß. Da, ja, war damals schon einfach ein Team. Ja, ja. Nächstes. Zwillinge kommen früher zur Welt. Ist das nicht so, dass wir beide ein bisschen zu viel Spuck oder ein bisschen zu viel Speichel im Mund haben? Ja, weil wir zu früh geboren wurden. Ich weiß ja, was liegt, aber wir sind beide so Sabber-Heinis. Nee, also auch wenn wir reden, ja, damals gerade so in der Grundschule. Ich immer gespuckt beim Reden, ne? Immer gespuckt beim Reden. Tun wir, glaube ich, immer noch. Wir merken es nur nicht. So ein bisschen. Stimmt. Hm. Mach mal den nächsten Fakt. Ich finde das gerade ganz interessant, okay, diese Zwillingsfakten. Knapp die Hälfte der Zwillinge, ja, erfinden ihre eigene Sprache und vergessen sie dann, wenn sie die richtige Muttersprache erlernen. Also bevor wir quasi Deutsch gelernt haben, hatten wir zu hoher Wahrscheinlichkeit, ich glaube auch wirklich daran, hatten wir unsere eigene Sprache. Oh mein Gott. Mit der wir uns verständigt haben. Und Papa hat mir damals schon, oder Mama hat mir schon ein paar Mal erzählt, ey, das war auch so. Wir hatten irgendwie unsere eigenen Begriffe. Und wir vergessen die aber dann. Und das ist so krass. Digga, was? Weil ich hab dann direkt drüber nachgedacht, ey, was ist, wenn diese Sprache, die wir anscheinend hatten, als wir 1, 2 Jahre alt waren oder so. Ja.
oder noch jünger. Was ist, wenn die noch irgendwo im Hinterhirn irgendwo schlummert? Ja, muss sie ja wahrscheinlich. Aber die Frage ist auch, stell dir vor, wir erlernen wieder die alte Sprache und vergessen dann die Muttersprache. Die Muttersprache und dann sind wir beide... Dann haben wir ein richtiges Problem. Dann können wir beide uns untereinander verständigen. Aber keine andere mehr. Dann wären wir so richtig komische Filmzwillinge. Ne, so irgendwie so, stell dir jetzt einfach irgend so einen spooky Horrorfilm vor und dann ist irgendwie so zwei Zwillinge, die sehen auch ein bisschen komisch aus und die reden, die reden mit keinem, außer mit sich selbst und man... Oh Gott, huh. Aber es ist trotzdem, hat mich das irgendwie komplett verwirrt in diesem Moment. Finde ich auch irgendwie. Auch so, das ist wie süß, so, Alter. Ja, aber wie so eine alte Stadt, die danach nie wiedergefunden wurde. Ja, das ist hier wie, hier, da wurde doch jetzt, hier, die, wie heißt immer Atlantis. Diese, nicht Atlantis. Da gibt's doch so eine Stadt, so eine große, die damals, oder war es Atlantis? Atlantis war hier, ne? Ganz viel Reichtum und so. Ist versunken. Genau, aber ich wurde nicht in der Sahara, hast du das gelesen? Ich habe irgendwo eine Schlagzeile gelesen, dass in der Mitte von der Sahara wurde anscheinend das Atlantis eventuell gefunden. War das eine Bildschlagzeile? Nee, das war auch überall anders. Ja, also es war auch, auch in der Bild. Glaubst du, die Wahrscheinlichkeit, wenn man selbst ein Zwilling ist, ist höher, dass du auch Zwillinge kriegst? Ja, wobei es liegt in der Familie, in der DNA. Ist das dann ist die Chance viermal höher, gerade mütterlicherseits, dass du auch Zwillinge bekommst? Das ist eine Aufgabe für uns. Da müssen wir unsere Opa und Oma und alle fragen, ob wir schon mal Zwillinge bei uns in der Family hatten. Mhm. Das würde ich mal. Oder ob wir die Ersten sind. Das würde mich. Vielleicht gab es das schon mal so vor 200, 300 Jahren bei uns im Familienstammbaum irgendwo. Gab es da schon mal Zwillinge und die sahen vielleicht genauso aus wie wir? Ja. Oder vielleicht waren das damals auch irgendwie so. Vielleicht hatten die auch einen Podcast. Boah, weiß ich nicht. Robert, du hast. Ja. Egal. Das waren auf jeden Fall Zwillingsfakten. Ich glaube, ich suche dir für nächste Folge nochmal ein paar heraus. Ja, und ich versuche mal unsere Hausaufgabe zu machen. Ich will das wirklich wissen, ob es irgendwie schon mal Zwillinge bei uns in der Family gab. Ja. Okay, Roman, wir halten fest. Am nächsten Loch Monday. Ja, weiter. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zugucken, ihr süßen Mäuse alle da draußen und die letzten Worte gehören wieder dir, Heiko. Schauen wir mal, was wird, oder? In diesem Sinne, ja. Eintracht Frankfurt wird Meister. Eintracht Frankfurt wird Meister, hoffentlich. Und, Roman, doch, eine Sache machen wir noch. Wichtig. Schon wieder. Wichtig. Du hast auf, immer. Wir tippen jetzt, wie das Spiel ausgeht. Heute Eintracht Frankfurt, Bayern München. Ja, und der Verlierer muss dem Gewinner nächste Folge etwas mitbringen. Okay. Irgendein Geschenk. Okay, fang du an. Ich tippe 3-1 für Eintracht Frankfurt. Zack. Kolomani macht zwei Dinger. Ich tippe 3-2. Die Person, die näher dran ist. Ja, also 3-2 oder 3-1. Ich bin beim 3-1. Ja, also wenn er zum Beispiel ein 4. Okay, das klären wir das nächste Mal, wer da näher dran ist. Ja, ja, ja. 3-1 oder 3-2? Okay, ich werde gewinnen. Ja. Also 2-3, besser gesagt. 2 Bayern, 3 Eintracht Frankfurt. Ja, für mich auch Eintracht-Sieg, aber 3-1. So. Okay, Leute, wir hören uns am Montag, Loch Monday. Und in diesem Sinne schauen wir mal, was wird. Was wird. Tschüss.